So, diesmal treffen wir uns wieder zu einer neuen Episode, auch wenn sie diesmal nicht ganz so lang ist. Was ich gerne mal machen würde, ist erstmal rauszufinden, wo kriege ich überhaupt eine Bank. Ich würde mir gerne mal das Geld abholen. Mal sehen, Taubenschlag, Tunneleingang, leeres Fraktionsgebäude, ein Sinnturm, Kurtisanengebäude, Saltenturm, Diebesgilde, Fährgeschäft, bla bla bla, von den Borgia gesperrt, Kämpferloge, und das war's auch schon? Wunderbar, wo kann ich mir denn mein Geld abholen? Naja, was soll's. Gehen wir mal auch hier hin und zerstören den Borgia-Turm. Da müssten wir eigentlich alle in dem Bezirk dann auch haben, fast alle jedenfalls. Oh, in Rom gibt es noch einiges zu tun. Wie weit ist es? Sehr weit. Also ein Jump'n'Run über die Dächer. Ihr wisst ja, immer so weit wie möglich nach oben. Aber irgendwie sieht das Assassinenweiß diesmal richtig cool aus. Ich meine, guckt euch mal das von den anderen, das von vorher an. Das Assassinenweiß aus dem ersten Teil war einigermaßen akzeptabel noch. Und das von Altair, das war ständig grau, so dreckig war das die ganze Zeit. Na, wen wundert's? Ich frag mich, ob sie im Orient eigentlich auch um 1100 rum, 11 bis 1200 rum nicht gebadet haben. Das hat man ja bei uns in Europa noch bis ins späte 19. Jahrhundert gemacht, dass man nicht gebadet hat. Weil man gedacht hat, Wasser sei schädlich. Okay, es ist hochgradig giftig, aber es ist nicht schädlich. Du kannst mich nicht, du bist tot. Shitty. Schitzi Fritzi! Schitzi Fitzi Fritzi! Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Ist nicht verboten, zumindest habe ich noch kein Gesetz gelesen, wo steht, dass öffentliche Trunkenheit nicht verboten ist. Obwohl, hat nicht mal jemand was dazu gesagt? War es öffentliche Trunkenheit oder öffentlich Ficken? Ich glaube, es war öffentliche Trunkenheit und öffentliches Ficken. Beides verboten. Schade. Ich frag mich, was wie es wohl wäre, wenn man das nicht verbieten würde. Oh, danke. Oh. Ärzte gibt es jetzt auch schon als festen Laden. Ja, hier kann man Gegenstände auch verkaufen. Hier habe ich jetzt Elfenbein, kann ich verkaufen für 500 Florin. So kann man auch Geld verdienen, indem man einfach Gegner plündert und dann ihre Sachen verkauft. Wolle kann ich auch alle mal verkaufen. Oh man, es fehlen noch zwei Sachen, um Assassin's Creed zu einem Rollenspiel zu machen. Das wären ein Crafting-System und ein Skill-System. Ja, Crafting und Skillen, das fehlt noch. Oh. Ja, jetzt. Jetzt heilen. Dann kaufe ich noch Apothekenbedarf nach. Das sollte nun sehr bald verheilen. Hm, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. An alle Kurtisanen in diesem Region, da diese Gegend dem Papst direkt untersteht, ist es unschädlich, eurem Gewerbe weiterhin nachzugehen. Mann, Quatsch! Der Papst geht doch wahrscheinlich selber gerne ins Bordell. Santa Maria Valdecchina.
Also ich war ja schon mal in Rom, auch wenn es nicht das Rom des 15. Jahrhunderts war. 16. Jahrhunderts war. Ist ja jetzt 16. Jahrhundert inzwischen. Juhu, und da steht auch gleich dieser Typ, der, den wir töten müssen. Sogar relativ. Ich muss schnell untertauchen irgendwo. Oh, jetzt ging ich jetzt hoch nach oben. Töten Sie Pedro de Santa. Nein, ich muss den in der Mitte töten. Den da, den Fetten, den muss ich töten. Zuerst mal. Weil die anderen sind leicht zu besiegen. Für so einen Attentat muss man immer den auswählen, der am stärksten ist. So, tot. Der Borgia-Hauptmann ist geflohen und kommt wieder, wenn... Kommt zum Wachwechsel erst wieder. Na super, er ist geflohen und ich hab's versaut. Erwischt. Und du stirbst auch gefälligst. Aber okay, jetzt weiß ich aber zumindest auch, wie ich ihn kriegen kann. Hier kann man ihn anscheinend auch auflauern, hier drinnen. Naja, gucken wir eben, was wir machen können bis Sonnenauf- oder Untergang. Ja, wieso nicht? Machen wir halt die nächste Erinnerung. Ist hier immerhin auch in der Nähe. Es ist hier schon spät, also der kommt wieder. Ja, ich hätte wissen sollen, dass es ein bisschen Riechsalz, dann ist das schon wieder besser. Warum geht er nicht einfach? Warum rennt er denn die ganze Zeit nur so? Ich habe keine Ahnung. Könnte er ein Assassine sein? Nein, das ist doch vollkommen abwegig. Assassinen gibt es doch gar nicht. Ja, so stelle ich mir das vor. Das muss denen ihr Gedankengang sein. Liebe Sachen zu töten und ihnen dann beim Umfallen zuzugucken. Ob ich wohl eine sadistische Ader habe? Ein bisschen.
Das ist auf jeden Fall diese Flagge. Sixtus der Vierte? Pontifex Eschio. Geh mal rein. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler Messere bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Na schön. Schwere Verhandlungen, das nötige Geld abliefern, um die Besitzung der Rosa in Fiore aus den Händen der Sklavenhändler zu befreien. Volle Synchronisation, nicht schwimmen. Florin beschaffen. Okay, das dürfte jetzt schwer werden. Obwohl, vielleicht ist es doch ganz einfach. Ah! Moment. Erstmal muss ich das Geld beschaffen. So, das ist vielleicht nicht viel, was ich da zusammenbekomme. Er gewährt mir einen Monat, das Geld zu finden. Ich habe ihn gerade noch ein bisschen mehr weggenommen. Okay. Ich habe ihn. Besonders an den Tagen meines Eigenen. Da steht noch eine große Menschenmenge rum. Jetzt hier, du bist dumm, da ist eine Leiter. So, ich mache jetzt auch mal hier noch einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Borgia-Gebiet zerstören. Also, bis dahin.